Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Phil Good und ich grüße euch. Ich avanciere so langsam ein bisschen zum House-Reviewer von Inokin. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Vielleicht habt ihr es gesehen, bei Inokin-Geräten, zum Beispiel bei der SVD, kriegt ihr immer so ein Büchlein dazu. Und da sind ganz verschiedene, die Gebrauchsanleitungen in ganz verschiedenen Sprachen. Und ich mache für Inokin die deutsche Übersetzung oder die deutschen Übersetzungen. Ja, und deshalb schicken die mir immer die Geräte zu natürlich. Und ja, deshalb mache ich auch Reviews darüber. Aber um gleich Gerüchten vorzubeugen, ich mache das umsonst für Inokin, weil es mir einerseits Spaß macht. Und wer weiß, vielleicht eröffnet sich dadurch mal was. Ich habe ja damals auch schon mit jemandem zusammen die Gebrauchsanleitung für den Provari auf Deutsch übersetzt. Das ist diejenige, die jetzt auf der Seite von ProVape ist. Und ja, macht mir irgendwie so ein bisschen Spaß. Also, aber das nur am Rande. Heute geht es, wie es im Titel, wie ihr im Titel schon gesehen habt, um die iTaste VV von Inokin. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe euch mal dieses Gerät vorgestellt, das ist schon einige Zeit her. Das war die erste iTaste VV, die es gab. Die hatte noch so einen Deckel drauf, der gibt es heute nicht mehr. Und die war magnetisch. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Ja, genau, die hatte so einen Magnetanschluss. Ich fand das damals irgendwie noch ganz witzig, das hat sich nie durchgesetzt. Aber ich fand es irgendwie einen witzigen Ansatz, ganz spannend. Danach kam die iTaste Version 2, die habe ich jetzt leider nicht hier. Ich habe die auch, ich finde sie nur gerade nicht. Die hatte dann einen 510er Anschluss, einen normalen geschraubten. Und jetzt neu kommt eben die iTaste VV Version 3.0. Ihr seht, das Gerät sieht eigentlich immer noch gleich aus. Es ist viereckig. Das fällt natürlich auf. Und das muss jemandem gefallen. Viereckige Geräte sind außergewöhnlich. Die sieht man nicht so oft. Aber sie haben einen großen Vorteil. Sie rollen euch nämlich nicht vom Tisch. Ihr kennt das alle. Ihr habt irgendein normales, rundes Gerät auf dem Tisch und ihr guckt gerade nicht hin und bum, bum, rollt das Ding runter und scheppert auf die Fliesen. Ihr habt einen Adrenalinschub und denkt, oh mein Gott, jetzt ist alles kaputt. Ja, jedem von euch schon passiert, oder? Das kann euch hier nicht passieren. So, aber ich stelle euch dieses Gerät vor, weil es etwas ganz Spezielles ist. Es ist eine Innovation, die es so noch nicht gibt auf dem Markt. Und ich finde das ganz spannend und möchte euch das unbedingt zeigen. Also, was haben wir hier? Es ist kein Akkuträger. Also, ich kann hier nirgends öffnen und einen Akku rausnehmen. Es ist ein Kombi-Akku. Also, wie ein Ego-Akku oder ein Ego-Twist-Akku zum Beispiel. Oder eine, was steht denn hier da, der E-Volt-Akku. Wie auch immer. Also ein Kombi-Akku. Aber er ist elektronisch. Wir können hier einiges verstellen und regeln. Schauen wir uns mal an. Oben haben wir, wie gesagt, einen 510er Anschluss. Aber neu ist hier seitlich, seht ihr, ist auch ein Ego-Anschluss dabei. Das ist neu, der war vorher noch nicht da. Das heißt, es geht alles drauf, was Ego-ähnlich ist. Natürlich Ego-Verdampfer, aber auch die ganzen Kanga. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich so einen Kanga hier aufschraube. Das ist ein E-Volt, sieht doch eigentlich auch gut aus, oder? Passt natürlich wunderbar drauf. Auch die MT3s und so weiter, das geht alles hier drauf. Die brauchen ja das Ego-Gewinde. Dann haben wir hier den Feuertaster und hier unten haben wir das Display mit dem Plus- und dem Minustaster. So, ich zeige euch erst den Feuertaster. Der hat eine Drei-Klick-Abschaltung. 1, 2, 3. Jetzt hat er geblinkt, jetzt ist er aus. Wieder einschalten. 1, 2, 3. Jetzt hat er rot, orange, grün geblinkt, jetzt ist er wieder ein. Also ihr seht, wir haben hier wieder diese Farben am Feuertaster, wie wir sie schon bei der iTaste SVD hatten. Grün heißt, der Akku ist voll, orange heißt, er ist so halb leer und rot heißt, bitte wieder laden. Also ihr seht hier, mit jedem Tastendruck seht ihr, wie der Akkufüllstand ist. Eigentlich eine ganz praktische Sache. Es gibt übrigens zwei Sets von dieser iTaste VV Version 3.0. Und zwar das kleine, da ist nur dieser Kombi-Akku enthalten und ein Ladegerät USB. Und dann gibt es ein größeres Set, da sind ebenfalls diese beiden Sachen enthalten, plus fünf von diesen iClear 16, plus noch ein Wandadapter.
Also, wenn man diese iClear 16 mag, ich komme noch auf die zurück, kann man sich auch gleich das größere Set bestellen, kommt dann alles noch ein bisschen günstiger. So, also, aber was kann dieser Kombi-Akku? Das ist eigentlich das Interessante. Wir haben einerseits variable Volt. Wir können die Volt von 3 bis 5 Volt variabel einstellen. Ich gucke jetzt schnell, wo der ist. So, jetzt seht ihr, wir sind jetzt bei 3,8 Volt und ich kann den jetzt hier hoch regeln oder runter regeln. Gut, das kennen wir. Wir kennen das zum Beispiel von der Ego Twist. Das geht ja auch, indem man hier unten an diesem Rädchen dreht. Übrigens, das ist ein 650er Twist. Und ihr seht, die ITSV hat 800 mAh. Also, das geht ungefähr auf von der Größe. Der 650er ist natürlich ein bisschen kleiner. Der iTest VV ist auch ein bisschen dicker, aber von der Größe her ist das ziemlich kompakt gebaut. Und hier ist einiges mehr an Elektronik drin, werden wir sehen. Etwas hat dieser Kombi-Akku eingebaut, das mir überhaupt nicht gefällt. Und das ist ein Zugzähler. Eben, der zählt mit, wie viele Züge das ihr von diesem Gerät nehmt. Das ist für mich völlig überflüssig. Und der nervt auch, weil der immer, wenn ihr etwas einstellen wollt, kommt zuerst der Zugzähler. Guckt mal. So, jetzt gibt er mir an 5 Züge und erst dann die Volt-Einstellung. Das ist mühsam, das stört mich so ein bisschen beim Einstellen. Aber man gewöhnt sich dran, ist jetzt halt einfach so, geht nicht anders. Okay, also wir haben gesehen, wir sind jetzt im Variable Volt-Modus. Und jetzt kommt das eigentlich Spezielle. Diesen Kombi-Akku kann man auch mit variablen Watt dampfen. Jetzt muss ich gucken, und zwar wenn man... Ich sehe es natürlich wieder nicht ohne Brille. Wenn man den Plus-Taster und den Feuertaster für 2 Sekunden drückt, Zugzähler, Einstellung, zack. Und jetzt springt er um auf P, das heißt Power. Und jetzt kann ich variable Volt einstellen. Und zwar von 6 hoch bis 11 Volt. Watt, meine Güte, ich verwechsle so ein Zeug immer. 11 Watt, seht ihr hier? Also, wir haben hier variable Volt und variable Watt an einem Kombi-Akku. Das hat es bisher meines Wissens noch nicht gegeben. Natürlich, der kann nicht bis 15 Watt wie eine SVD oder so, aber das ist auch nicht nötig. Er kann ungefähr gleich viel wie die Joytec EVIC. Und dieser Kombi-Akku, der ist natürlich exakt gebaut für Cartomizer, Clearomizer, wie ich vorher gezeigt habe, für den Kanga oder eben für den hauseigenen, Inokin-eigenen iClear 16. Das ist natürlich absolut ideal, wenn ihr so einen Clearo oder Cartomizer auf diesem Akku habt. So, ich stelle jetzt da eine vernünftige Wattzahl ein, nämlich mal 7. Und jetzt gucken wir mal, ob das dampft. Oh ja. Ja, dampft ziemlich annehmbar, oder? Und das sind jetzt nur 7 Watt. Also da könnte man noch deutlich mehr drauf geben. Super. Ich komme noch zum Clearo. Aber zuerst nochmal zu diesem Kombi-Akku. Der kann nämlich noch mehr. Der kann nicht nur variable Volt und variable Watt. Nein, der kann noch mehr. Der kann auch den Widerstand des Verdampfers messen. Und zwar indem man die Plus- und die Minustaste gleichzeitig drückt. Dann zeigt er uns erst den Verdampferwiderstand an in Ohm und danach den genauen Akkufüllstand in Volt. Gucken wir. So, seht ihr? Voilà, da haben wir es gehabt. Ich habe es jetzt selber nicht gesehen. Ich glaube, es sind 2,1, jawohl. Ohm und 3,9 ist der Akkufüllstand. Gucken wir nochmal. So. Voilà. Das ist doch wunderbar. Da gibt es keinen Kombi-Akku, der das kann. Variable Volt, variable Watt plus Widerstandsanzeige und Akkufüllstandsanzeige in Volt oder über die Farben des Tasters. Also das begeistert mich schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Ding kann noch mehr. Ihr würdet es nicht für möglich halten. Guckt mal hier unten. Was ihr hier seht, ist ein Micro-USB-Anschluss und zwar ein handelsüblicher, also ein ganz normaler. Und ihr kriegt, wie gesagt, so ein Kabel auch mitgeliefert. Ich stecke das jetzt mal am Rechner ein.
Und ich stecke das hier unten ein am Gerät. So, und jetzt seht ihr, der Taster leuchtet, das heißt, es wird geladen. Wenn die Lampe erlischt, dann ist er vollgeladen. So, das ist noch nichts Spektakuläres, das kann jedes Gerät. Aber das ist auch ein Pass-Through. Das heißt, ich kann jetzt während dem Ladevorgang auch dampfen. Das ist auch wirklich praktisch. Ich bin viel Dampfer, das heißt, mir reichen diese 800 mAh, die der Akku hat, nicht über den ganzen Tag. Aber dann nehme ich einfach dieses kleine Ladekabel mit. Ich kann dann im Auto laden oder ich kann im Büro am Rechner laden und damit ist es überhaupt kein Problem. Kommt man wirklich locker über den Tag. Wenn man keine Möglichkeit hat, den mal an USB anzuhängen, dann muss man natürlich einen zweiten dabei haben oder noch irgendeinen Evo-Akku oder was, was man dann halt sonst noch hat. Also wirklich eindrücklich, wie ich finde, an einem so kleinen Kombi-Akku so viele Möglichkeiten. Wurde meines Wissens noch nicht gesehen und finde ich sehr innovativ. Generell ist Inokin sehr innovativ, muss ich wirklich sagen. Also es gefällt mir sehr gut, was die im Moment machen. Die hören auch auf die Leute. Ich nehme immer Rücksprache mit denen, mit dem George und sage, hey, das gefällt mir nicht so. Und die versuchen wirklich immer alles umzusetzen. Auch die anderen Reviewer, die Amerikaner vor allem, die geben auch immer Inputs. Und ja, die machen das wirklich gut bei Inokin. Gefällt mir. So, jetzt ist dieser Clearo fast leer. Jetzt befüllen wir den mal, wenn wir eh gleich dabei sind. Und zwar, man kann hier übrigens auch die Köpfe wechseln. Und zum Befüllen schraubt man einfach oben das Mundstück ab. Es ist kein Drip-Tip, es ist ein Mundstück, ein geschraubtes. Und dann, seht ihr hier, muss man hier oben einfach reingießen. Natürlich an diesem Silikonnubbel vorbei, so schräg an der Wand hinunter. So, das geht ganz einfach. Wie immer, Clearomizer nicht überfüllen. Es ist auch so eine Skala drauf, an der ihr euch orientieren könnt. Und oben das Mundstück wieder reinschrauben. So, das war's schon. Jetzt dampft er. Jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr. Gebe ich mal 8 Watt. Er dampft wirklich unglaublich. Mir dampft er bereits ein bisschen zu viel. Mir wird es immer so ein bisschen unheimlich, wenn etwas so extrem dampft. Man muss dazu sagen, es ist ein Dual-Coil-Clearomizer. Die Wendel sitzen hier oben, wie beim iClear 30. Und da muss man jetzt auch sagen, weil die so hoch sitzen, ist der Dampf natürlich warm. Und weil es zwei Wendel sind, wenn man ein paar Züge wirklich hintereinander nimmt, dann wird der Dampf sogar richtig heiß. Also mir persönlich ist das ein bisschen unangenehm. Viele andere Leute mögen das sehr gerne. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ihr habt gesehen, wie viel Dampf das Ding macht. Und das heißt, der verbraucht auch richtig viel Liquid. Also der säuft das Zeug richtig gehend runter. Also eben, da passt auch nicht viel drin. Ich hab's rein, ich hab's gar nicht gemessen. 1,5, 1,6 Milliliter oder sowas. Oder 1,8, weiß ich jetzt nicht. Aber also man kommt niemals über den Tag. Also immer ein Fläschchen dabei haben und regelmäßig auffüllen, weil der halt wirklich so viel Dampf macht. Der kann auch so ein bisschen siffen, und zwar oben raus vor allem. Unten ist er bisher dicht. Ich weiß nicht, ob das Kondenswasser ist oder Liquid oder ein Gemisch aus beidem. Es ist nicht schlimm. Also ich habe schon viel schlimmere Clearomizer gehabt. Aber dass da ab und zu mal ein Tröpfchen kommt, das ist schon möglich. Naja. Aber also ich finde ihn nicht schlecht. Eben mir ist er als Clearomizer ein bisschen zu extrem. Ich würde den jetzt nicht täglich dampfen. Aber so zum Frühstück nehme ich da auch mal gerne einen Zug davon, dass so ein bisschen richtig Schub kommt. Im Geschmack ist er nicht super gut. Im Flash aber schon und im Dampf habt ihr es ja gesehen. Also ein Standard Clearomizer würde ich sagen, der mir persönlich ein bisschen zu extrem ist. So, ich glaube, das war alles, was ich euch sagen wollte. Ein interessanter Kombi-Akku, wie ich finde, hat man so noch nicht gesehen. Er ist, glaube ich, nicht ganz billig. Ich weiß auch gar nicht, wo es ihn genau gibt. Wahrscheinlich bei den normalen Inokin-Händlern in Deutschland. Bei edampfshop.com habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Müsst ihr mal googeln.
wo er genau erhältlich ist. Und bei Inokin weiß man ja immer, die Preise werden noch ein bisschen purzeln. Also der wird auch sicher noch in eine Region kommen, wo er den Ego Twist Akkus Konkurrenz machen kann. Weil wir haben gesehen, er kann wirklich viel, variable Volt, variable Watt, Widerstandsmessung, Akkufüllstandsanzeige, Micro-USB-Anschluss mit Pass-Through. Cooles Ding. Bravo, Inokin. Ja, und das war's von meiner Seite für heute. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.